So, langsam aber sicher geht es wirklich los. Einer von unseren ersten Exporten dieses Jahr zum Kunden. Gerade vier von unseren besten Fischen, die wir dieses Jahr einkaufen durften, zügeln heute zum Kunden ein. Es gibt dann noch einen zweiten Export auch zu dem Kunden. Er hat auch eine Innenhalterung, die ist noch nicht ganz fertig. Darum ist heute quasi nur Part 1. Heute zeigen wir nur schnell die vier grössten Fische, die einziehen dürfen. Wir werden das Einsetzen dann quasi jetzt nicht begleiten. Wir zeigen euch dann aber quasi im Part 2 dann auch den ganzen Teich und so weiter, wie die Fische dort bereits schwimmen. Das heisst, heute zeigen wir euch nur schnell die Exemplare schnell im Kescher rein, dass ihr die tollen Fische auch nochmal dürfen hier bei uns vor Ort sehen. Das sind schon alles Unikate. Wir wissen nicht, ob es überhaupt wieder mal so Fische gibt bei uns. Und darum möchten wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Das sind natürlich alles auch Fische mit Zertifikaten, die ihr jetzt hier gesehen habt. Eben hier der Mukashi-Ogon, 1,2 Meter. Der grösste Fisch, den Marusei dieses Jahr verfügbar hatte. Letztes Jahr haben wir ja 1,1 Meter importieren. Der knackt den Fisch nochmal um einen Zentimeter. Also unglaubliche 1,2 Meter hat das Tier. Wir haben mega Freude. Das ist mal der erste Fisch, den der Offizier gesehen hat. Das ist ein 80er-Kescher. Wir können mit dem noch ein bisschen die Nähe nehmen. Aber wirklich Platz hat der nicht. Als nächstes haben wir hier den Chagoy, 99 cm. Ja, man denkt, der andere ist ja noch etwas grösser mit einem 1,2 Meter, aber der Fisch hat einen Body. Den habe ich jetzt so in live auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Der Fisch ist fast 25 Kilo schwer, ich glaube 7 oder 8-jährig. Ein mega Teil. Also der Body ist einfach nur ein Wahnsinn von dem Fisch. Schaut euch das mal an. 99 cm, Marusei Koi Farm. Der schwerste Fisch, den wir bis jetzt importieren durften. Als nächstes haben wir hier einen Doizu Ochiba, unglaubliche 80 cm. Der ist Show Quality, der Fisch, ist auch erst 5-jährig, unglaublich. Also der hat das Potenzial, um noch etwas abwachsen. Ich sage jetzt für diese Varietät höchst ungewöhnlich, dass der Fisch überhaupt so gross ist. Ebenfalls Marusei Koi Farm. Der Fisch kommt quasi aus dem Show Quality Haus von Marusei. Also echt top, auch von der Zeichnung her ein wunderschöner Fisch und für diese Varietät einfach nur gewaltig. Der Fisch hat 80 cm und wenn ihr jetzt den Body anschaut, das ist einfach nur der Wahnsinn. He? Also überhaupt nicht typisch für die Varietät, dass der Fisch so gross ist. Als letzter Fisch, den wir heute exportieren quasi zum Kunden, haben wir hier einen Kohaku, den wir können kaufen beim Ogata dieses Jahr. Ist aus dem Mai 18, lassen wir rechnen. Der Fisch ist auch erst 5-jährig und hat doch auch schon stolze 80 cm. Die Blutlinie ist Sakai, das ist eigentlich ein Sakai-Fisch. Ja, ich sage, wir müssen leider heute mit Superlativen um uns umschwingen, aber das ist der beste Kohaku, den wir bis jetzt hier importiert haben. Ich sage, Sakai ist sicher der meiste Begriff. Sakai Koi Farm ist sicher der beste Kohaku-Züchter in Japan. Geht ein Koi schon nach der anderen. Den haben wir dürfen beim Ogata kaufen das Jahr. Auch dort dürfen zu unserem Kunden gehen heute. So, ich sitze jetzt hier auf dem Quellstein, die uns ein bisschen verfolgen. Wir waren ja schon mal an diesem Teich. Die haben auch gesehen, wie wir den Stein versetzt haben mit dem Helikopter. Die es noch nicht gesehen haben, könnt euch mal das alte Video schauen. Die sehen ihr, also das war auch ein Kraftakt, dass wir den Stein überhaupt hochgebracht haben. Und ja, die ganz grossen sind jetzt bereits drin. Wir haben die schon eingesetzt und zeigen euch noch ein paar Bilder. Die sind also wunderbar angekommen. Aktuell hocken hier ein bisschen beim Futterautomat unten. Es ist natürlich so, dass dort momentan nichts rauskommt, darum lauert es natürlich hier unten.
Hier sehen wir jetzt gerade unten rechts den Chagoy, den 99er, mit ca. 20 Kilo. Gerade nebenan ist der Mukashi, jetzt so rechts hinter 1,2 Meter. Ist liebevoll El Grande getauft worden. Ist auch der grösste Fisch hier drin. Und sonst allgemein natürlich Top-Tier drinnen. Also ist es schwierig, jetzt hier einzeln zu highlighten. Wir sind einfach alles gute Fische. Hier noch der grosse Teich, einigermaßen in der Totalen. Man bringt nicht den ganzen drauf jetzt von dieser Perspektive. Aber schaut euch mal das Paradies an, das man hier geschaffen hat. Also da musst du nicht mehr in die Ferien, wenn du so leben darfst. Einfach der absolute Hammer. Auch für uns jedes Mal mega cool, wenn wir hier vorbeikommen dürfen, das wir geniessen hier mit der Kundschaft. Da schwimmen wir so tolle Tiere um in so einer schönen Location. Also ein Träumchen, wo man sich erfüllen kann, wenn man Freude hat an den Tieren. Und jetzt haben die Neuen, die hier einziehen durften, die haben sich super eingelebt. Wir haben Freude. Und machen jetzt noch schnell ein bisschen weiter Tour, machen euch noch ein bisschen mehr Bilder. Hier unten haben wir gerade den Chagoy, den 99er. Der hat sich hier schon mit der Big Mama angefreundet, so wie es aussieht. Nebenan ist der Kogani Ochiba, der Big Mama heisst von letztem Jahr. Der ist auch 1,1 Meter. Also die Fische. Oh, jetzt kommt gerade noch El Grande. Hier jetzt gerade unten durch. Der ist noch etwas grösser als Big Mama. Der hat 1,2 Meter. Also die sind schon alle mega busper beieinander. Die schwimmen wunderbar. Auch hier schauen wir mal den Maruten Kuchaku. Ich glaube, der ist auch von letztem Jahr ein mega schöner Fisch. Hier haben wir jetzt quasi noch den kleinen Teich. Wir haben ja schon mal einen Besuch gemacht. Dort haben wir euch auch Technik und alles gezeigt. Also wenn ihr an der Technik Interesse habt, mal das vorherige Video schauen. Das ist eben hier noch der kleine Teich mit der grossen Pflanzeninsel in der Mitte. Da haben wir jetzt heute auch noch ein paar Ägli ausgesetzt. Es hatte auch hier unten gleiche gehabt, natürlich. Und wir haben einfach vermieden, dass es hier Reproduktion gibt. Und das ist natürlich jetzt hier mit dieser Pflanzeninsel quasi ideal. Dass hier das eine oder andere Ei befruchtet wird und nicht gefressen wird von den Fischen. Darum haben wir gesagt, auf jeden Fall hier noch ein paar Ägli besetzen, dass es sicher keine junge Koi gibt hier innen. Unter dieser Lounge haben wir eine Filteranlage vom kleinen Teich. Das ist ein Cobre TF30. Haben wir euch letztes Mal gezeigt, offen. Aber auch schön versteckt. So, dass man gar nicht richtig mitbekommt, dass hier unten die Technik drin ist. So, ich sitze hier wahrscheinlich in der geilsten Innenhalterung, die ich bis jetzt je live gesehen habe. Wir reden hier von ganzen 8 Kubiken, die der Kunde hier in den Stuben drin hat. Also, wer hat das schon? Vor allem in diesem Stil, mit rundum auch Scheiben, dass man die Fische halt auch im Winter beobachten kann. Das war eigentlich die Idee. Man war halt ein bisschen traurig halt im Winter, die langen Monate, wo man die Fische halt nicht hat in der Interaktion. Und darum hat man sich entschieden, dass man in den Stuben innen etwas macht, dass man das ganze Jahr auch etwas hat von diesen Fischen. Hier seht ihr bereits die Fische am Akklimatisieren. Hier ist die Verschalung noch nicht ganz, ganz fertig. Da können wir dann noch Steine dran nehmen. Das sieht dann natürlich noch etwas cooler aus, das Ganze. Das ist jetzt noch nicht ganz nachher. Hier sieht man, wie es dann wird aussehen. In der unteren Hälfte sind bereits die Verbundsteine schon dran. Und der Oberbereich der wird in den nächsten Tagen noch fertiggestellt. So, hier haben wir die Fische, die heute einziehen dürfen. Das ist hier unser Koi-Show-Gewinner, den haben wir euch auch schon vorgestellt. Der Goromo war auch das ältere Tier von Mogata jetzt die letzten Jahre. Also alle, die die letzten 2-3 Jahre bei uns einen Goromo gekauft haben, das ist die Mami davon. Der Fisch hat ja auch den ersten Platz gemacht an der All-Kyushu Shinkokai. Und ja, sagen, haben wir bei uns auch noch nie gehabt, dass wir einen Koi-Show-Gewinner dürfen bei uns haben und auch einsetzen. Und die, die Videos sonst schon verfolgt haben, warum steht jetzt hier Nick Seebacher drauf? Müsste doch eigentlich kein Brider drauf stehen. Der Grund ist, dass wir keine Shinkokai-Mitglieder sind und darum muss quasi der Endkunde drauf stehen. Das war in dem Fall ich damals in Japan. Das ist der Goromo, der heute auch in deine Halterung einziehen darf. Ja, was haben wir hier sonst noch?
Wir haben hier, also sind alles Fische, jetzt der Grumme ist 70 cm, ein bisschen drüber. Und die jetzt kommen, die sind alle Ü80. Wir haben hier einen mega Showa. Das Tier ist Ü80, 5-jährig, wo wir gekauft haben, circa. Und kommt ursprünglich vom Momotaro. Also ist natürlich Ogata-Fisch, aber Ogata hat ihn vom Momotaro gekauft. Wohl eine der besten und grössten Farmen überhaupt in Japan. Ja, wir müssen in letzter Zeit immer ein bisschen mit Superlativen um uns herumschlagen, aber es ist halt einfach so. He? Also ein echt geiler Showa, den ihr heute einziehen darf. Schaut euch mal das Tier an. Wir sind jetzt momentan gerade noch am Akklimatisieren. Und wir zeigen sie euch nachher natürlich noch in der Becke. Und dann geht es weiter. Was haben wir hier noch? Ein richtig cooler Sanke. Ja, der Fisch ist aus dem Mai 18. Auch den haben wir beim Ogata gekauft, aus seinem Jumbo-Becken. Da ist jetzt aber auch effektiv ein Ogata-Fisch. Also den hat er auch selber gezüchtet. Auch ein mega lässiges Tier, eine extrem coole und lustige Zeichnung. Auch nicht zu viel roh, gleich ein schöner Weissanteil auch noch der Fisch. Schöne schwarze Spots, also auch hier sind Perlen. Richtig schön, auch mit den Teshima in den Flossen drin. Einfach nur ein richtig hübsches Tier. Das Projekt ist für mich ein bisschen unerwartet gekommen. Die Kundschaft ist uns besuchen. Und dann haben wir ein bisschen geschwätzt und sind an unserem Indoor-Kalkteich gehockt und haben so ein bisschen allgemein gefachsimpelt und philosophiert, was man da machen könnte. Und dann war das Ganze ein lässiger Abend gewesen. Und am nächsten Tag ist der Wunsch gekommen, hey Simon, wir würden gerne so etwas bei uns verwirklichen. Da bin ich zuerst mal geschwind mal rauf schauen. Und nachher haben wir aber gemerkt, dass es statisch nicht ganz so einfach wird. Und dann haben wir mal einen Statiker zugezogen, der das Ganze berechnet hat. Und eigentlich erst dann hat man können das Projekt verwirklichen, im Schritt von Projektierung, Offerte und nachher natürlich auch die Ausführung. Man hat sich lange überlegt, wie man den Kai-Teich integrieren ins Gebäude. Und nachher sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich die gleiche Abdeckung, wie wir in der Küche haben, am Schluss auch über einen Kai-Teich nehmen. Und so ist eigentlich der Küchenbauer gekommen, hat eine 3D-Animation gemacht und das Ganze nachher so gemacht, wie es jetzt da ist. Ich persönlich finde es wirklich richtig, richtig cool. Das System ist ein Überlaufteich. Das heisst, wir haben einen Skimmer und einen Seitenablauf, der in einen Überlaufschacht führt, im anderen Raum. Und von dort her gehen wir nachher in den Keller runter zu der Technik, wo wir dann das Ganze auch wieder aufpumpen. Jetzt, wo die Fische gut drin sind und wir die Fische mal in Ruhe lassen, gehen wir jetzt das Netz holen und die noch abdecken. Und dann werden die nächsten 4-5 Tage abdeckt, damit sicher keiner rausgumpelt. Das ist ein Überlaufteich hier oben. Wir haben eine Überlaufwanne, wo das Kimmer den Ablauf einführt. Das heisst, das Wasser kommt hier oben runter, geht in den Trommelfilter, wird hier einmal mechanisch gefiltert. Gleichzeitig haben wir hier nochmal 120 Watt UVC-Leistung. Wenn es fertig beim Trommelfilter gereinigt ist, geht es in die verschiedenen Biokammern, die wir haben. Unsere Biowanne ist alles im Movingbett innen. Das heisst, das Kaltnässe zirkuliert drin. Nachdem es durch die drei Kammern durch ist, geht es noch einmal durch einen Rieselfilter durch, wo wir noch einmal CO2-Ausgasung machen. Und von daher geht es nachher in den Teich rauf, wieder zu den Fischen. Das System ist redundant gebaut, das heisst, alle Komponenten sind doppelt vorhanden. Wir haben zweimal Pumpen, die alarmgesichert sind. Wir haben Regelung und Steuerungstechnik, die das Ganze regelt und auch alarmiert. Wir haben auch CO2-Überwachung, Sauerstoffüberwachung. Da fehlt es an gar nichts. Logischerweise hat es auch noch eine Heizung drin, dass wir vom Kondenswasser im Innenbereich nicht so Probleme haben. Da sind wir immer 2 Grad über der Raumtemperatur mit dem Wasser. So haben wir keine Verdunstung. Das Frischwasser ist geregelt über Literzahl, dass wir genau wissen, wie viel Kilo Futter und wie viel Liter Wasser können wir hier tun. Dann natürlich das Highlight von dieser ganzen Anlage ist am Schluss eigentlich Zenekt.
mit der Regelung und der Steuerungstechnik. Man sieht anhand der Sensoren, Aktorenausgänge, wir haben alles. Wir haben angefangen über Temperatur, über pH, über CO2, über Sauerstoff. Wir haben eigentlich wirklich komplett alles geregelt. Logischerweise das Ganze mit Fernzugriff und natürlich auch noch Stromausfall alarmiert. Also das heisst, es geht auf eine Alarmzentrale, in dem Moment, wo der Strom ausfällt. Und dann werden wir zusätzlich noch informiert, dass da etwas nicht ist. Ihr seht natürlich die neuen Cobra-Tauch UVC. Ich persönlich bin überzeugt von denen. Die sind richtig cool. Cool zum Montieren, cool zum Unterhalten. Wirklich ein geiles Produkt, das wir da in den letzten Monaten haben bekommen. Nebst dem noch ganz eine normale Cobra-Tech-Pumpe, Luftpumpe, die wir haben, eine Membranpumpe, die einfach das ganze Biomedium noch ein bisschen aufwirbelt. So, das wäre es schon wieder vom Besuch hier oben, von dieser tollen Innenhalterung, von diesen zwei grossen, tollen Aussenteichen. Das Apero steht schon parat. Das ist das Motto der Kundschaft, der ganz oder gar nicht. Schauen wir mal das Apero an. Wenn hier Fisch einsetzen angesagt ist, dann ist auch schönes Beisammensein angesagt. Wir werden es jetzt noch ein bisschen geniessen miteinander. Sind auch noch ein paar Leute eingeladen, die miteinander noch ein bisschen die Fische zelebrieren. Danke vielmals, habt ihr zugeschaut und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.